Bisher haben wir immer gedacht, Münster wäre die Filmhauptstadt in unserer Region mit dem Tatort und den Wilsberg-Filmen. Aber in Wirklichkeit werden in Stadtlohn Filme am laufenden Band produziert. Und wenn das Filmteam ruft, dann hilft die halbe Stadt oder wirkt als Statisten mit. Wer sich jetzt fragt, warum habe ich dann noch nie einen Film aus Stadtlohn gesehen? Wahrscheinlich gucken sie sonst keine Filme mit Monstern, Zombies, Autos, die zu Schrott gefahren werden und sonstigen Trash. Aber damit wir alle in Zukunft mitreden können, so sieht das Ganze aus. Das Jahr 2029. Die Menschheit hat einen neuen natürlichen Feind. Zombie! Als ein durchgeknallter Wissenschaftler des CC Electronic Konzerns das teuflische Virus auf die Welt loslässt, bricht die Hölle auf Erden los. Wenn Jochen Taubert mit seinen Freunden noch einmal in seine alten Filme hineinschaut, dann ist er ganz zufrieden. Ja, hier wird einiges geboten. Zombies, Explosionen, Schießereien. So muss es beim Stadtlohner Filmteam sein. Die Richtung mit den Action, mit Blut, mit Schießereien macht uns besonders viel Spaß, weil da halt Action ist. Was Langweiliges, da können wir Briefmarken sammeln. Das ist nicht so unser Ding. Die Action in den Filmen der Stadtlohner kann ganz unterschiedlich aussehen. Mal fliegen Autos auf irgendwelchen Landstraßen durch die Luft, dann wieder gibt es kuriose Slapstick-Action-Szenen in Mutters Küche. Denn neben den blutrünstigen Zombie-Filmen drehen die Stadtlohner auch gerne mal Filme, die man als Komödie bezeichnen könnte. Schatz, ist das übrigens mein Hemd, was da auf dem Bügelbrett liegt? Auch der Film, den Jochen Taubert aktuell mit seinem Team in Stadtlohn dreht, wird eine Komödie. Also gib alles. Und Action! Jochen Taubert, der beruflich in einer Textilfirma arbeitet, bedient die Kamera. Robert van Kesteren, sonst Türsteher, spielt die Hauptrolle. Außerdem mit dabei das Rote Kreuz und die Feuerwehr. Denn bei den Dreharbeiten hilft immer wieder die halbe Stadt mit. Also Jochen ist ziemlich bekannt, würde ich mal sagen. Und also der kriegt alles hin. Im Krankenhaus, wenn er irgendwo drehen will, irgendwelche Blutsequenzen oder sonst was. Also das kriegt er. Er kriegt auch überall die Drehgenehmigung. Das ist schon faszinierend. Das muss man wirklich sagen. Also so was er so alles macht, ist schon Hammer. Ja. Und, aber fallen den Leuten denn die Filme? Es ist Trashfilm. Es ist sehr niveaulos manchmal, sage ich ganz ehrlich. Ist so. Aber weiß ich, es gibt auch Leute, die das komischerweise mögen. Ne? Im Laufe von über 20 Jahren ist die Gruppe, die diesem etwas seltsamen Hobby frönt, auf über 50 Mann angewachsen. Heute ist nur eine Handvoll beim Filmdreh mit dabei. Aber alle mit Begeisterung. Das Schöne ist, also wie viel Liebe und also die Leute einfach ins Detail reinlegen. Also es sind alles kleine Teams. Die einen machen Maske, die anderen machen dann die Technik, die anderen die Kamera. Und also das klappt einfach unwahrscheinlich gut. Und also das begeistert mich einfach. Geschnitten werden die Filme bei Jochen Tauber zu Hause an einem ganz normalen kleinen Computer. Um den Film noch ein wenig Pep zu verleihen, versuchen die Stadtlohner immer wieder auch Promis wie Jürgen Drews, Frank Zander oder Dolly Buster in ihren Filmen auftreten zu lassen. Wir haben das große Glück, dass es viele Promis hier in der Gegend gibt. Das ist in Wesel die Dolly Buster oder in Dülmen der Jürgen Drews oder in Münster der Harry Weinfort. Und dann wird einfach mal angesprochen, hallo, habt ihr Zeit und Lust? Und die Resonanz ist immer gut, also die machen das dann. Für ihre Filme treiben die Freaks aus Stadtlohn einen Riesenaufwand. Denn das Filmen kostet nicht nur viel Zeit, auch die Requisiten müssen finanziert werden. Zum Glück gelingt es mit den Filmen ab und zu auch etwas Geld zu machen. Wir tun das jemanden anbieten, weil wir können es ja nicht selber in die Videothek stellen oder sonst. Dann findet sich ein Vertrieb und der Vertrieb tut dann an Videotheken, Saturn, Mediamarkt und so die Teile dann weiter verkaufen. Ne? So kommen wir da plus minus null dann auch bei heraus. Aber selbst wenn sie draufzahlen müssten, würden die Stadtlohner mit ihren seltsamen Filmen weitermachen. Denn schließlich machen die ihnen sehr viel Spaß. Also ich gucke lieber weiter Tatort.